Budgetsprecher Podkoschek von den Freiheitlichen ist nun an Bord. Staatssekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin jetzt schon 5 Jahre in diesem Hohen Haus und jedes Jahr höre ich bei einer Budgetdebatte ähnliche Argumente wie das Budget wird saniert, das Budgetfahrplan ist auf Schiene, das Budget wird eingehalten. Doch letzten Endes dann immer wieder stellt sich dann heraus, dass die Schulden, die Steuer- und Abgabenquote gestiegen sind. Und meine Damen und Herren, es muss das vorrangige Ziel der Politik generell sein, dass die Menschen am Ende des Tages mehr Geld in den Taschen haben. Und dafür haben wir Politiker zu sorgen. Und daher ist ja im Grunde genommen die Idee, eine Steuerreform zu organisieren, ja nichts Schlechtes. Und vor allem die Steuersätze zu reduzieren, das ist ja eine alte Forderung auch der Opposition. Aber diese Steuerreform, meine sehr geehrten Damen und Herren, die geht völlig ins Leere. Weil dieser Effekt, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben sollten, ist ja spätestens 2019 wieder völlig verpufft durch die kalte Progression, die nicht berücksichtigt wurde. Und das ist ja von Steuerexperten berechnet worden, nämlich von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck. Und die Gegenfinanzierung, wie sie immer dargestellt wird, ist ja nur aus der Not entstanden, dass am 17. März unbedingt eine Steuerreform am Tisch liegen muss. Diese Gegenfinanzierung ist doch auf Sand gebaut, steht auf dünnen Füßen. Wenn wir oder wenn die Regierung 1 Milliarde aus Steuerbetrug lukrieren will, ja, dann zeugt das ja im Grunde genommen nur das Misstrauen der Regierung, der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und eine, nur so nebenbei, eine Registrierkassenpflicht ist auch in Griechenland und Italien und beweist ja, welch hervorragendes und wirksames Instrument diese Registrierkassenpflicht ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine echte Reform kann nur gelingen, wenn man parallel die Steuer- und Abgabenquote und vor allem auch die Sozialabgaben massiv senkt, weil dann bleibt im Endeffekt den Menschen wieder mehr Geld in der Tasche. Ansonsten greift keine Steuerreform. Und die Erreichung eines strukturellen Nulldefizits kann nicht der Hauptzweck oder Selbstzweck sein, sondern ist Voraussetzung dafür, dass die Menschen mehr Geld wieder haben. Und der Herr Bundesminister hat ja in einer Analyse vollkommen recht. Wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem. Und Herr Kollege Lobatka, auch dir gebe ich völlig recht, wir brauchen Mut zu Reformen. Und das Hauptproblem, das ich derzeit sehe, das Hauptproblem ist, und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das hier an dieser an Ort und Stelle kundtue. Das Hauptproblem ist das Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern. Und letzten Endes dann resultiert das in diesen unsäglichen Finanzausgleich, die hoffentlich 2016 ordentlich geführt werden, diese Verhandlungen. Weil die Länder haben aus meiner Sicht immer noch zu viel Geld. Wir brauchen eine Ausgaben- und Einnahmenverantwortung in einer Hand. Und es muss endlich einmal abgefahren werden mit diesen Dreifach-Mehrfach-Förderungen. Und nicht umsonst wurde angedacht, eine Transparenzdatenbank zu installieren. Nur leider ist sie derzeit noch ein Torso und eine leere Hülle. Und die Folge sind ineffiziente Finanzierungsströme. Herr Bundesminister, Sie können sich erinnern, Sie waren einmal noch als Obmann des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger bei uns im Club und haben uns die Finanzierungsströme erklärt im Gesundheitswesen. Ich war total fasziniert, wie das Ganze vor sich geht, wie das läuft. Und ich kann nur eines feststellen, Sie haben eine wunderbare Grafik uns gezeigt, ein Spinnennetz ist ein leicht durchschaubares Netz im Vergleich zu der Finanzierung im Gesundheitswesen. Beispiel 2. Mein Bundesland Oberösterreich. Da gibt es immer noch einen Landesrat, sondern immer noch, ja, gibt es noch, einen Landesrat der Grünen,
der möchte unbedingt, dass wir aus der Energiearmut kommen und finanziert für minder bemittelte Personen Kühlschränke, damit sie dort Kühlschränke bekommen, also die nicht mehr so einen Energieverbrauch haben. Ist ja von der Grundidee nicht schlecht, aber kostet 888.000 Euro. Ist das die Aufgabe eines Staates, den Menschen Kühlschränke zu besorgen? Wo hört das auf? Haben wir dann demnächst eine Fahrradarmut? Müssen wir dann Fahrräder subventionieren? Oder eine Urlaubsarmut? Müssen wir den Urlaub finanzieren? Ja, oder wir leisten uns in Oberösterreich ein Musiktheater mit einem jährlichen Abgang von prognostizierten 30 Millionen Euro. Es ist schön, wenn man es sich leisten kann, aber in der heutigen Zeit ist das fast nicht mehr möglich. Der Rechnungshof hat aufgegriffen, den Landesschulratspräsidenten und den ganzen Bildungsbereich. Ja, wir diskutieren über die Lehrer, dass sie 2 Stunden arbeiten sollen. Aber dass wir zwei Parallelstrukturen in Oberösterreich haben. Einen Präsidenten, der an und für sich den Landeshauptmann vertreten soll, eine Stellvertretende, die überhaupt keine Kompetenzen hat. Und dann haben wir eine Landesrätin, die für Bildung zuständig ist. Da gehört eingespart. Das ist schon klar, das tut natürlich vor allem der ÖVP sehr weh, weil das sind ihre Beamten, die da drinnen stecken, beziehungsweise ihre Versorgungsposten, die sie haben. Aber nur dann können wir wieder mehr Geld für die Menschen aufbringen, wenn wir Mut zu Reformen haben. Dann haben wir auch, und das muss man ganz klar berücksichtigen in Zukunft, Probleme im Pflegebereich. Wir werden Geld brauchen für die Pflege. Und das Zweite, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, wir haben mittlerweile ein Bundesheer, das nicht mehr, glaube ich, imstande ist, 2 Katastrophen gleichzeitig zu bewältigen, weil wahrscheinlich das Benzin zum Ausrücken fällt. Und jetzt soll da noch einmal gespart werden. Das ist aus meiner Sicht, wenn wir auf Kosten der Sicherheit sparen, der falsche Weg. Daher schlage ich vor, meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat ja schon einmal gegeben, dass wir einen Österreich-Konvent wieder installieren, um alle Strukturen zu hinterfragen, alle Strukturen von der Gemeinde angefangen bis zur höchsten Ebene. Weil wir haben Strukturen, die teilweise in der Monarchie entstanden sind und immer noch ganz gut funktionieren. Und ich glaube, spätestens seit dem Beitritt zur Europäischen Union ist uns allen bewusst, dass wir eine Verwaltungsebene zu viel haben. Ich sage hier nicht, wo wir einzusparen haben. Aber das hat letztendlich ein Österreich-Konvent zu beurteilen. Und was wir brauchen, ist dann letztendlich ein echter Föderalismus, wo wirklich Einnahmen und Ausgaben in einer Hand sind. Man kann sich zum Beispiel an das Schweizer Modell orientieren, bedarf dann der direkten Demokratie, dass das Volk dann mitentscheiden kann. Oder wir orientieren uns auch letzten Endes an Bayern, das 1,5-mal so groß ist wie wir und eine viel schlankere Struktur hat und mit 12 Millionen Einwohnern auch das Auslangen findet. Das budgetäre Hauptproblem ist, dass das Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern nicht funktioniert und die Länder immer noch zu viel Geld haben.